Es ist wieder soweit. Die alljährliche Alpentour steht an. Diesmal habe ich mir was ganz Besonderes ausgesucht. Den Traumpfad München-Venedig. Naja, fast. Ich starte in Bad Tölz und laufe bis Belluno, den Weg an der Isar entlang und durch die italienische Tiefebene. Die schenke ich mir. Habe ich keine Lust zu. Und außerdem passt mir das terminlich so ganz gut in den Kram. Etwas über 3 Wochen habe ich mir für diese Tour vorgenommen. Und außerdem ist diese Route sehr, sehr anspruchsvoll. Ob ich das wohl schaffen werde? Tja, der Jüngste bin ich ja nun auch nicht mehr. Die Bahn hat natürlich Verspätung. Über 2 Stunden hänge ich nach. Also bin ich dann nicht nach Bad Tölz gefahren, sondern weiter nach Lenggries. Und jetzt geht's los. Da hinauf zum Brauneck. Der erste Gipfel. Aber ich bin jetzt ganz schön fertig. Die Schwüle und vor allen Dingen die chaotische Zugfahrt heute Nacht mit eigentlich überhaupt keinem Schlaf, die fordern jetzt ihren Tribut. Aber egal, weiter geht's bis zur Tutzinger Hütte. Ich konnte das heute nicht genießen, den Abstieg. Zu schwül, zu müde. Ich denke mir, morgen wird es besser. Aber ich bin ganz zufrieden, dass ich durchgehalten habe, nicht aufgegeben habe. Die ersten gut 200 Höhenmeter für heute sind geschafft. War schon recht anstrengend, aber es ging denn dann doch sehr viel besser als gestern. Was ausreichender Schlaf doch so alles ausmacht.
Gelingt es wirklich sehr gut. Für morgen werde ich voller Tatendrang. Hoffentlich bleibt es auch so. Lebewohl Deutschland! Gut 3 Wochen werde ich dich jetzt mit Sicherheit nicht vermissen. Jetzt hoffe ich ja, dass ich hier richtig bin. Der Wegweiser zeigt hierher, aber Markierungen gibt's keine. Wobei, schön ist der Weg, keine Frage. Es ist drückend schwül heute, sehr, sehr anstrengend. Aber bis hier oben zum kleinen Ahornboden habe ich es dann doch ganz gut geschafft. Was dabei rauskommt. Aber ist doch cool, ein paar Jährchen ist doch sehr dankbar, dass wir das gemacht haben.
Der Anstieg hier hoch war bis jetzt ganz in Ordnung. Also ich bin erstaunt über meine Kondition. Nach einem halben Ruhetag in Innsbruck und heute Morgen einer schönen Seilbahnauffahrt mit der Klugenzerbahn geht's jetzt noch etwas aufwärts zur Klugenzer Hütte. Gut 600 Höhenmeter. Mal sehen, was uns da so erwartet. Erster Wegschachteanstieg ist schon heftig. Bin ganz schön außer Puste, aber es geht immer noch. Und ich könnte noch 2 Stunden so weitermachen, wobei eine halbe Stunde noch natürlich oben sein. Und so wird es morgen weitergehen. So, heute gilt's. 7 Gipfel sind zu besteigen. Und das soll sehr, sehr anstrengend und schwierig werden. Den ersten Gipfel haben wir schon. Das war nur eine Kleinigkeit. Aber jetzt geht's weiter. 8 Stunden dauert die Tour. So ist angegeben. Also ich gehe mal von aus, ich will 10 Stunden brauchen. Aber egal. Gehen wir jetzt mal an und lassen uns überraschen, was passiert.
So, die 7-Gipfeltour ist geschafft. War anstrengend, war sehr herausfordernd, sportlich. Ich habe eine Stunde länger gebraucht als angegeben, aber eigentlich erst so jetzt die letzte halbe Stunde hatte ich so das Gefühl, ich will nicht mehr. Aber jetzt muss ich noch 2,5 Stunden zur Lithiumhütte gehen, wobei das ist relativ einfach, viel Fahrweg, das lässt sich machen. Ja, war eine echte Herausforderung heute. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und jetzt muss ich erstmal wieder Luft holen. Der Weg ist beschissen. Olpera-Hütte ist da. Jetzt aber endgültig.
Da hinten ist schon Italien. Aber es wird doch noch ein ganzes schönes Stück dauern, bis ich endlich mal da bin. Gletscherreste. Aber es gibt ja gar keinen Klimawandel. Das war jetzt wirklich ein sehr, sehr schöner Weg durch Blockgestein. Hervorragend hergerichtet und ausgesprochen gut markiert. Ich konnte eigentlich immer schön meinen Rhythmus behalten. Und jetzt, da oben, geht's nach Italien. Hier scheinen sich manche München-Venedig-Wanderer vertan zu haben. Sind links hochgegangen und waren irgendwann an der Hochfallerhütte. Da wollten die aber gar nicht hin. Weil ich ja wegen der Schneelage 3 stramme Etappen umplanen musste, war das hier heute mein erster Aufstieg mit über 1000 Höhenmetern. Ich bin schwer beeindruckt. Ich habe meinen Rhythmus gut gefunden, bin langsam und stetig hoch, hatte Riesenglück mit dem Wetter, es hat nämlich kaum geregnet und dabei war heute viel Regen angesagt. Und ich habe es doch tatsächlich in der angegebenen Zeit geschafft. Hätte ich nicht gedacht.
wieder ein Anstieg mit über 1000 Höhenmetern geschafft. Heute habe ich gelitten. Der Anstieg von gestern steckt mir noch heftig in den Knochen. Außerdem ist es heute richtig schwül. Aber der Weg war recht gut zu gehen, obwohl er steil und anstrengend war. Meine einzige Strategie bei der Geschichte: jeder Höhenmeter, den ich gewonnen habe, über den habe ich mich gefreut. Der Wegweiser ist total irreführend. Wenn man da nach München-Venedig geht, kommt man wieder runter ins Tal. Links hoch zum Astjoch, da muss man lang gehen. Aufstieg am Morgen, erquickend und labend. Oder so ähnlich.
Bildern und Videos sieht die Rohrschachtel von weitem aus gesehen relativ einfach zu gehen aus. Aber die Wirklichkeit ist ja dann doch ein bisschen anders. Klettersteig an der Nebelschachtel habe ich geschafft. Das war richtig aufregend. Sehr schön. Und ich bin richtig stolz auf mich. Hier ist an einem Dienstagmorgen um 9:45 schon ein Betrieb. Unglaublich. Die meisten Leute kommen vom Grödner Joch her. Am Klettersteig gehen. Ich bin fertig. Kleiner Rückblick zu gestern. Bis zur Piscadü-Hütte war das eigentlich sehr schön. Habe ich souverän gemeistert. Aber danach kam der Mann mit dem Hämmerchen. Die letzten 2,5 bis 3 Stunden zur Bohé-Hütte habe ich mich nur noch hochgequält. Ich weiß nicht, was los war. Es ging nichts mehr. Und vor allen Dingen in der letzten halben Stunde hat es dann noch tierisch angefangen zu regnen. Klatschnass kam ich oben an. Es war nicht mehr schön.
dieser Stausee hat erstaunlich wenig Wasser. Eine optimale Beschilderung. Geht schon die ganze Zeit so. Ich habe ja selten solch ein kleines Kämmerchen als Hotelzimmer erlebt. So, die ersten 1000 Höhenmeter geschafft. In gut 20 Minuten. Ich will nicht mehr.
Ich glaube, ich gehe wieder zurück nach Hause. Aber jetzt mal im Ernst. Diesen Aufstieg mit 500 Höhenmeter habe ich erstaunlich gut geschafft. Aber ich merke doch die Strapazen der letzten 2,5 Wochen. Und ich bin vollgepackt mit Eindrücken. Ich glaube, so langsam geht nichts mehr in den Kopf rein. Und dann, ich mag keine Massenlager mehr. Ich mag keine hohen Anstiege mehr. Irgendwie habe ich jetzt genug. Eigentlich wollte ich heute ja schon ins Tal absteigen, nach Forno di Zoldo. Aber die Preise der Unterkünfte dort sind dermaßen erschreckend. Habe ich mir also doch noch einen Tag Rifugio gegönnt. Ja, ich merke, die Kräfte gehen zu Ende. Es reicht und ich bin froh, wenn ich morgen dann vom Tal aus mit dem Bus nach Belluno fahren kann und die Reise beenden kann. Der letzte Wandertag beginnt. Nur noch ab ins Tal nach Forno di Zoldo und dann ist genug. Von nun an ging's bergab. Schon wieder ein kleiner Stausee mit erstaunlich wenig Wasser. Hier endet jetzt meine Wandertour. Ab jetzt nur noch Bus und Bahn. Tja, wie weit kann ich gehen? Das war die Frage. Ich hab's geschafft. Ich bin bis Belluno durchgegangen. Mit allen Höhen und Tiefen. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und ich bin stolz, dass ich es wirklich bis Belluno auch geschafft habe. Also, es geht doch noch ein bisschen. Ach ja, in der Litzumer Hütte hat mir ein freundlicher Mitwanderer ein Glas Rotwein ausgegeben. An dem Tag wurde ich 70 Jahre alt. Jetzt freue ich mich zu Hause. Ich freue mich auf mein Bett.
zu Hause. Und vor allem freue ich mich auf meine Frau und auf meine Lieben zu Hause. Klassische Einstellung muss natürlich noch sein. Wie ätzend ist das nur?